Ja, hallo Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe Werkstatt TV. Heute haben wir einen Opel Meriva, bei dem die Zentralverriegelung eine kleine Macke hat. Und wenn ihr mal hier guckt, hier sind die Knöpfe von der Zentralverriegelung. Hinten seht ihr auch einen. Und wenn ich jetzt hier die Fernbedienung drücke auf zu, gehen alle zu, bis auf den einen da hinten rechts. Und wenn ich das Auto wieder aufschließe, seht ihr, dass alle anderen funktionieren. Hinten rechts die Tür funktioniert nicht. Als erstes lesen wir jetzt mal den Fehlerspeicher aus, um mal zu gucken, ob überhaupt eine Verbindung zum Türsteuergerät hinten rechts vorhanden ist. Ja, im Fall von dem Opel hier ist das sogenannte Body-Control-Modul oder auch Zentralelektrikmodul bei anderen Herstellern genannt, dafür zuständig für die Zentralverriegelung. Da gehen wir jetzt mal rein, da sind 6 Fehler gespeichert. Und bekommen hier unter anderem von den diversen Teilen der Zentralverriegelung entsprechende Fehlercodes angezeigt. Dieses Auto hat in der Tür hinten rechts, außer der Zentralverriegelung, sonst keine Elektrik. Also da ist kein elektrischer Fensterheber drin, da sind keine Lautsprecher drin, nichts. Wir haben ja im Prinzip nur die Zentralverriegelung. Und wir können das hier nicht eindeutig feststellen, woran es liegt. Deswegen gucken wir uns jetzt die Tür mal an. Wir haben noch nicht nachgeguckt. Ganz häufig ist es der Kabelstrang, der zu der Tür geht, durch das häufige Knicken vom Auf- und Zumachen der Tür, dass die Kabel da ein bisschen brüchig werden, dass dann so ein Draht geknickt ist oder durchgerissen ist im schlimmsten Fall. Und das schauen wir uns als nächstes jetzt an. So, dann machen wir die Tür mal auf und jetzt setzt der Kameramann sich mal ins Auto rein am besten. Und jetzt schauen wir mal hier unten, hier ist das Kabel und wenn wir hier bei Opel diesen blauen Clip reindrücken, können wir den Stecker schon mal abziehen. Hier sehe ich jetzt schon mal nichts, aber wenn ich da reingucke, da sieht auch alles gut drin aus. Und dann machen wir als nächstes mal diese Klammer hier ab, um uns die Kabel anzusehen. Oh. Ja, wie ihr seht, hier waren mal 1, 2, 3, 4 Kabel drin. Und ihr seht, dass hier 3 wirklich unterbrochen sind. Wenn ich hier reingucke, sehe ich die anderen Kabel noch. Aber die sind mir schon fast zu kurz, um die wieder anzusetzen. Nehme ich jetzt mal hier diese andere Gummitülle raus. Ja, und sehe, hier sieht das Kabel noch relativ intakt aus. Hier ist die Bruchstelle. Das sind die 3 defekten Kabel. Ja, und die wollen wir jetzt mal wieder ansetzen. Ich werde die bisschen weiter abschneiden, so ungefähr hier, und dann neue Kabel anlöten. Mit Stromschlauch machen wir das ganz ordentlich, sodass das hier hinterher dann auch wieder funktioniert. Gehen wir mal Material holen und dann sehen wir uns hier wieder. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen Material geholt. Ich habe hier einmal so einen Schrumpfschlauch. Ich habe einen Lötkolben, in dem Fall einen Gaslötkolben, aber ein einfacher Elektrolötkolben tut es genauso. Ein bisschen Lötzinn, eine Zange und ein bisschen Kabel zum Ansetzen. Die ganzen Sachen verlinken wir euch in der Videobeschreibung. Und jetzt fangen wir mal an, hier das Kabel zu reparieren. Ich schneide jetzt einmal so die letzten Stücke hier ab. Am besten nicht alle gleich lang, weil die Lötstelle gleich ein bisschen dicker sein wird, damit ich hier keine Probleme habe, die Kabel durchzuführen. Wir ersetzen insgesamt 3 Adern. Schneide ich jetzt mal großzügig Kabel ab. Isoliere die schon mal ab. Das geht auch mit dem Seitenschneider. Es gibt natürlich auch richtige Abisolierzangen. Dann drehe ich die erstmal so ein bisschen ein hier. Wenn ihr über das Löten speziell nochmal ein Video sehen wollt, schreibt es in die Videobeschreibung. Können wir gerne nochmal eins machen.
speziell übers Löten, wenn ihr da mehr zu sehen möchtet. Bisschen Schrumpfschlauch schneide ich mir auch schon mal ab. Und schiebe die, ganz wichtig, vor dem Löten über die Kabel. Jetzt führe ich hier, weil es hier so ein bisschen eng ist, als allererstes versuche ich mal die Kabel jetzt hier durchzuführen. Weil das jetzt hier ein bisschen eng ist mit dieser Tülle, drehe ich mir die jetzt erstmal zusammen und mache ein bisschen Isolierband drum. Das Ganze sprühe ich mit noch ein bisschen Silikonspray ein, damit es hier besser durch das Gummi geht. Jetzt müssen wir erstmal die fahrzeugseitigen Kabel auch noch abisolieren. Das machen wir auf der anderen Seite auch noch Schrumpfschlauch drauf. Wichtig ist, den Schrumpfschlauch ein bisschen weiter aufs Kabel drauf zu schieben. Wenn ihr den direkt hier vorne am Kabel habt, kann es ganz schnell passieren, dass der beim Löten schon anschrumpft. Und dann könnt ihr den danach nicht mehr benutzen, weil er dann schon fest ist. So, die Schrumpfschläuche sind drauf. Jetzt haben wir hier natürlich drei verschiedene Kabelfarben. Aber ich habe jetzt hier einfach nur blaues Kabel genommen. Deswegen ziehen wir jetzt mal an einem Kabel hier. Okay, das ist dieses. Und dieses, sagen wir mal, nehmen wir jetzt an das Weiße dran. Fangen wir damit ruhig mal an. Das drehe ich hier auch ein bisschen ein. Die andere mal ein bisschen auf Seite. Jetzt mache ich mal meinen Lötkolben heiß. Jetzt verziehe ich die erstmal. So, der Marc muss jetzt hier gerade mal mit festhalten. So, das zweite Kabel. Boah, ist das scheiße. Halt. Und dreh das nächste. Und jetzt das dritte. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist hier alles, wie ihr seht, sehr eng. Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe. Müssen wir ziehen. Hält? Ja. Super.
So, auf der anderen Seite ist es leider noch ein bisschen enger. Da müssen wir noch weniger abisolieren. Auch richtig aufpassen, dass wir hier nicht auszusehen was abschneiden, sonst wird der ganze Mist viel zu kurz und wir müssen uns echt einen neuen Stecker besorgen. So, jetzt gucke ich als erstes mal hier, wenn ich jetzt an einem der Kabel ziehe, der ist hier mit dem weißen verbunden, also kommt diese Ader auch hier an den weißen dran. Als nächstes nehmen wir jetzt hier die braune. Und der braune ist, wenn ich hier dran ziehe, sehe ich, dass der mit dem hier zusammenhängt. Ganz genau. Hält? Ja. Super. Und jetzt kommt das letzte und das schwierigste, weil uns hier der Gummi da ein bisschen im Weg ist, weil das wirklich so kurz ist, ziehe ich den jetzt hier an der Stelle zurück und sichere den hier mit einem Kabelbinder, dass der uns hinten bleibt. So, damit wir jetzt hier vorne noch so ein, wenigstens so ein klein wenig Freiraum haben. Wie gesagt, viel Platz ist hier wirklich nicht. Ich hoffe, dass das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Wichtig ist, dass er beim Löten immer den Lötkolben unter das, also dass die Spitze halt verzinnt ist und dass ihr das, den Lötkolben unter das Kabel haltet und das Zinn dann auf das Kabel gibt. Nur so kann das Lötzinn das, die ganzen feinen Adern dadurch ziehen und ihr habt später keine kalten Lötstellen. So. Dann versuchen wir jetzt mal, die letzte Verbindung hier auch noch hinkriegen. So, nachdem wir jetzt hier alles verlötet haben, ziehe ich jetzt den ersten Schrumpfschlauch hier über meine Lötstelle. Und dann kann man das entweder mit einem Heißluftföhn machen, das ist mir hier viel zu gefährlich. Ich bringe hier lieber punktuell Hitze auf, zum Beispiel mit dem Lötkolben, den ich hier einfach drunter halte. Und ihr seht, dass er sich perfekt hier dran schrumpft. Jetzt kann ich den Kabelbinder hier entfernen. Aufpassen, da ich hier die Gummi nicht beschädige. So. Das gleiche mache ich mit den anderen Schrumpfschläuchen auch. Indem ich die einfach hier über das Kabel, über die Lötstelle ziehe. Einmal warm mache. Ja, und dann auf der anderen Seite das gleiche. Ja, eigentlich war es das jetzt. Ziehen wir das mal ein bisschen hier zurück, dass das wieder alles passt. Die Zülle wieder über den Stecker hier mit dem Clips sichern. So, die Kabel, die jetzt hier ein bisschen zu lang sind, drücken wir jetzt hier einfach in den Schweller rein und können den dann hier schon wieder festmachen. So, die Tülle ist drin. Jetzt stecken wir noch den Stecker zurück. Okay, der Stecker ist wieder drin. Und
Dann machen wir jetzt mal die Tür zu und testen mal, ob die Zentralverriegelung funktioniert. Ja, wie ihr gesehen habt, war die Reparatur erfolgreich gewesen. Wir räumen jetzt ein bisschen auf und sehen uns dann gleich nochmal kurz an der Werkbank. Wie ihr gesehen habt, haben wir hier einen Kabelbruch in der Zentralverriegelung gehabt. Kommt ganz häufig vor, also immer auf jeden Fall der erste Verdächtige, die Kabel in diesem Schlauch, die zur Tür laufen. Hier seht ihr nochmal die Sachen, die wir hier dafür heute benutzt haben. Alle diese Sachen findet ihr in der Videobeschreibung, falls ihr auch so ein Problem habt und sowas nachmachen möchtet. Wenn ihr auch nochmal was Genaueres zum Löten sehen wollt, wie man Kabel oder andere Sachen verbindet, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Dann macht man, wie ich schon angekündigt habe, nochmal ein extra Video übers Löten. Wenn ihr es heute zum ersten Mal seht, hier das Abonnieren nicht vergessen und guckt euch auch gerne noch ein paar weitere Videos von uns an, die ich euch hier auf der Seite zeige. Ansonsten war es das für heute. Bis zum nächsten Mal hier auf Werkstatt TV. Und so.